Und wie findest du meine Hühnervilla bislang? Wunderschön. Ja, gell? Mhm. Oh, die falsche Stelle. Da bin ich direkt in die Rille rein. Ah, okay. Ich muss jetzt etwas höher nageln, damit es auch das Brett trifft. So, sonst bringt das ja nichts. Sehr schön. War jetzt 40er. Zollstock, wo ist der jetzt? Da. Mach jetzt 40 cm Streifen. Mhm. Und stücke hier ein bisschen, um Dachpappe zu sparen, damit die auch am Ende reicht. So, ein bisschen mehr als 40, also sind jetzt 41, 42 ungefähr. Machst du richtig hübsch. Danke. Gib mir auch Mühe. Andersrum. Kannst du mit einer Hand da hinten festhalten? Mhm. Und gleichzeitig filmen? Mhm. Vorsichtig, nicht hinfallen. Oh Gott. Genau. Fixiere ich das mal hier, kannst du auch wieder loslassen. Das ist lieb, mein Arm fällt nämlich gleich ab. Ein Nagel noch, nochmal. Und der Rest kann ich schon selber. Finger weg. Gut, lass loslassen. Dankeschön. Ja, dann müssen wir hier zum Schluss nochmal einen Streifen machen hier, damit es auch verkleidet ist und es gleichmäßig ist. Und dann können wir dann anfangen mit der nächsten Seite. Hier müssen wir vielleicht auch noch einen Nagel rein. Aber das kann ich ja später machen. Ich sitze hier erstmal. Oh ja, und Sitzstangen habe ich jetzt auch mittlerweile, die ich nachher einbauen kann. Muss man von innen dann ausmessen, wie lang die sein müssen. Und dann zurechtsägen und dann müssen wir gucken, ob wir die mit kleinen Winkel von innen anschrauben oder ob das jetzt von außen jetzt irgendwie eine Schraube durch die Wand irgendwie in den Stock. Aber ich denke, das wird zu kompliziert. Ich schätze mal, nur mal gucken, ob wir zwei kleine Winkel finden. Jo. Oder mehrere große. Die Funktion ist wichtiger. Kriegen wir schon hin. Ja, ich denke auch. So, das sitzt. Komm, kommen wir noch ein Stück gerade hier. Hier hin zu ran. Supi. Soll ich wieder festhalten? Ja, aber ganz lieb. Ich hab nämlich die Nägel schon wieder vergessen. Ich sollte mir ein paar mehr aufs Dach legen.
Oder warum nicht gleich die Kiste aufs Dach? Wie kein Schloss hast du? Bin ich mal gespannt, wie die Hühner die Hütte annehmen. Aber eigentlich habe ich auch alles anders gedacht. Und dort, wo jetzt die Fenster sind, kommen ja die Sitzstangen. Weil die Hühner gerne in der Sonne sitzen. Sie dürfen keinen Wind abkriegen. Tun sie hier nicht. Und ihr, kannst du mal mitkommen? Mhm. Und das ist dann Platz für die Nester. Also haben wir eigentlich alles, was sie bräuchten. Jetzt sieht man auch richtig schön, wie die Lücken zu sind. Ja. Dann haben wir noch keinen Durchzug. Oh ja, was auch gut ist. Weil Luftlosigkeit ist ja überhaupt nicht gut bei Hühner. Kannst du achten aufs Hin? Ja, die Wand. Reden, kannst du auch mir schalten dann. Und dann, wenn ich auch irgendwas zeige, dann dahin schwenken, okay? Aha, ich versuch's. Ja, kein Problem. Ja, hier haben wir, lassen wir offen hier oben. Aha. Damit doch Luft reinkommt. Ja. Aber kein Zugwind. Ja, dann müssen wir hier gucken, ob das hier eine Schiebeklappe, eine Fallklappe machen. Mhm. Oder ob das wir lieber eine Umklippklappe machen. Damit da kein Marder, keine Ratten und Co. in die Hütte reinkommen. Mhm. Hast du eine Fallklappe wie hinten beim Dings? Aber ich habe Angst, dass wenn ich hier eine Fallklappe mache, dass die an den Kanten hängen bleibt. Ah, ja. Ja, deswegen denke ich, ist eine Kippklappe mit zwei Scharniere, die man hier oben irgendwie einhängt. Oh ja, das ist auch eine gute Idee. Schön schwer ist. Ja. Dann ist es auch gescheit zu. Aber genau. Die Klappe soll ja dann eh bis zum Boden gehen. Mhm. Ja. Und dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. Ja. Gut. Fortschritte hier in der Hütte werden jetzt so festgehalten mit Fotos. Wenn ich jetzt fertig bin, dann zeige ich euch noch die Fotos. Und ja, das ist ja relativ langweilig jetzt, mich hier zuzugucken, wie ich Dachnägel in die Pappe rein. Dir zugucken ist nie langweilig. Naja, ich habe festgestellt, dass diese zu langen Videos die Leute gar keine Zeit haben, um sich 30 Minuten Videos anzugucken, zwei, dreimal am Tag. Die Leute dann schon schreiben, ein 30-Minuten-Video, dass die Person das in Etappen geguckt hat. Mhm. Jetzt 10 Minuten, nachher 10 Minuten so ungefähr. Dann ist es doch eigentlich qualitativ hochwertiger, wenn wir immer nur so 10-Minuten-Videos machen. Mhm. Und dafür dann ein paar mehr. Genau. Dann brauchen die Leute nicht halbe Videos zu gucken. Und keiner beschwert sich, dass es zu lang ist, so ein Video. Juh. Ich denke, nochmal ein gutes Maß. Ja, es gibt auch kürzere Videos, wenn es nach 2 Minuten fertig ist mit dem Bericht. Dann bringt es ja dann nichts, noch weiter zu filmen. Und im Notfall mache ich auch ein 15-Minuten-Video, wenn ich mal nicht alles in 10 Minuten reingequetscht kriege. Oder Teil 1 und Teil 2, auch eine Variante. Mhm, ja, das stimmt. Oder ein 30-Minuten-Video haben. Ja. In 3 Teile schneiden. Ja. Dann haben wir Teil 1, 2 und 3. Dann können die Leute das dann dementsprechend in Ruhe alles angucken. Mhm. So. Gut, dann mache ich jetzt mal Schluss, hm? Ja. Ciao.